Tacho nach Deutschland. Heute ging es von Novosibirsk nach Omsk. Die Hauptbaustelle des Tages, rund 700 Kilometer. Wirklich, wirklich harte Etappe. Eine Schotterpiste, die uns einiges abverlangt hat und unheimlich viele Moskitos. Frank, wie war's denn heute? Ja, es war sehr schön, schöne Landschaften. Wir haben also eine tolle Strecke hinter uns gebracht und ich muss sagen, Natascha hat wohl etwas Federn gelassen. Das stimmt, auf besagter Schotterpiste hat es Natascha etwas erwischt. Es war aber nichts Schlimmes, ihr ist nur ein kleiner Fingernagel abgebrochen. Wir haben sie jetzt erstmal ins Bettchen geschickt, ein bisschen Pflege, weil morgen ist die längste Strecke dieser Etappe. Und bis dahin vergnügen wir uns noch ein bisschen auf andere Weise. Aber tut mir einen Gefallen, sagt ihr nichts.